Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon, A New Beginning. Ich möchte direkt zu Beginn der Folge da weitermachen, wo ich zuletzt aufgehört habe. Nämlich, dass wir uns bei Yuri ein bisschen einschleimen und zusammen damit auch gleich mal ein bisschen Kleidung zusammenschneidern. Mal gucken, was wir uns so Schönes holen können. Oh, einiges an Auswahl auf jeden Fall. Mal gucken, ob uns irgendetwas davon gefällt. Der Apron wäre eigentlich ganz nett, aber da fehlen mir keinen orangenen Stoff. Red Girls Overall, das wäre vielleicht so ein Winter-Outfit. Das wäre eigentlich dafür ganz gut. Das finde ich auch ganz süß, das geht aber nicht. Das gefällt mir. Cute Work Clothes. Die gehen aber nicht. Ah, da brauche ich noch ein paar mehr Garnbälle. Yarn Balls. Okay, ist damit eine Down-Weste? Nee. Das, die Casual Shorts, die gefallen mir auch ganz gut. Komm, die nehmen wir, die sind sogar relativ günstig. Und den Rest können wir uns gerade nicht holen. Gibt es denn irgendetwas? Oh, das ist natürlich auch süß. Alpaka-Jahren-Ballen. Das dauert noch ein bisschen, bis wir das mal zusammenkriegen. Der Poncho ist auch ganz nett. Alpaka, Purple Clove. Wozu brauchen wir da lilanen Stoff? Das Ding hat doch nirgendwo Ach, egal. Ja, nee, das gefällt mir wiederum nicht. Das finde ich ganz schön. Aber da fehlt mir Leinen. Habe ich keine Leinen mit? Oder habe ich jetzt alle schon verbraucht? Na gut. Das finde ich irgendwie auch ganz süß. Bis auf, dass es irgendwie kurze Hosen sind. Aber sonst gefällt mir das. Ah, krieg mal alle schon zusammen. Das sieht auch gut aus. So, irgendwas, das ich holen kann. Ja, das hier. Girls overall. Boys overall. Ja, nee. Okay, da haben wir uns jetzt ein einziges Outfit gegönnt. Wait a little while I make them. Ach, die macht das sogar direkt. Schön, dass dabei dann auch noch Kochgeräusche kommen. So. Quatsch, was wir so nochmal ganz kurz an. Alles Kalärchen. Dann würde ich jetzt nochmal einen Abstecher in die Mine machen, wenn wir einmal schon hier oben sind, meine ich natürlich. Und dann können wir auch für Soße Kima ein bisschen was kochen, auf jeden Fall. Ha. Er mag ja Aal mit Reis. Und wie es der Zufall will, haben wir inzwischen jetzt beides. Wir haben Aal und wir haben Reis. Und wir bringen beides zusammen. Ich glaube, da habe ich sogar schon mal gelesen, dass er das am liebsten mag. Ne? Da habe ich auch davon geschwärmt. Weil wenn ich Sushi essen gehe, esse ich am liebsten Aal. Das ist irgendwie... Der ist so in einer geilen Marinade und das schmeckt einfach nach mega geil. Das schmeckt gar nicht nach Fisch. Das ist irgendwie, das schmeckt wie ganz zartes Fleisch irgendwie. Das ist so lecker. So. Ah, wieder blaue Daunen. Mal her damit. So. French, Small Rock und Glasstein. Okay. Oh, und den Schmetterling. Den nehme ich natürlich auch noch mit. Okay, weiter geht's. Vielleicht können wir sogar bald hier dieses Magierhaus, oder wie das heißt, bauen. Das wäre, glaube ich, eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Dann würden wir auf jeden Fall hier mit unserer Town Restoration gut vorankommen. Ich guck mal ganz kurz, also nochmal ganz kurz abchecken, was wir dafür alles noch brauchen. Oh, noch einiges. Genau, das Magicken-Ding. Ach, der Brunnen, den habe ich ganz vergessen. Das können wir auch noch nebenbei machen. Wir können race the town for the winning some festivals for starters. Please win them. Okay, wir müssen noch das Erntefest gewinnen. Das kriegen wir auch bald hin, hoffe ich. Ach, hier brauchen wir noch Porte Festival. Oh, we need to ship. Ach so, ich muss die verschicken. Ich muss ein paar Kartoffeln verschicken. Das habe ich auch schon bald. Okay, dann haben wir es eigentlich auch schon fast geschafft, ne? Da sind wir fast mit allem durch. Uiuiuiui. Habe ich jetzt aber, wartet mal, habe ich bei dem Garten, bei der Gartentour mitgemacht. Galt das jetzt auch schon? Muss ich da nicht irgendwie dreimal teilnehmen oder so? Nee, das haben wir schon gemacht. Okay, cool. Alles klar, dann haben wir das ja schon fast geschafft. Mit Stufe Nummer 4. So, dann gucken wir mal, was wir jetzt hier noch alles so schön jetzt abbauen können. Piu. Jade. Ich weiß gar nicht, was ich genau erwarte. Da fällt mir was ein, liebe Leute. Was ganz Wichtiges. Ich habe ja offscreen wieder ein paar Tage gespielt und ich habe Platin gefunden. Wir können uns jetzt einen besseren Hammer machen.
Boah, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Jetzt gerade fällt es mir ganz spontan wieder ein. Und Buttereiscreme. Haben wir auch noch ein Rezept bekommen. Buttereiscreme. Das klingt irgendwie auch ein bisschen eklig. Aber okay. Gut, dann würde ich sagen, wir verbessern auf jeden Fall nachher auch noch unseren Hammer. Dann kann ich in der Mitte auch ein bisschen rumschlagen. Piu, piu, piu. Das wird wunderbar. Man darf gespannt sein. Eine Frühlingszikade. Was sagt Hossan dazu? Oh, es regnet und ich laufe durch den Wald. Genau, Hossan. Das tust du. So. Ich ändere dann auf jeden Fall bald mal mein Outfit. Ist jetzt vielleicht nicht das Fancyeste, aber es ist ein Anfang. Wir haben ein bisschen Varianz in der Kleidung. Das ist doch auch schon mal schön. So. Okay. Na, hallo, na Camellia? Camellia, Camille, Camille, da. Ah. Hallo, Iroha. Immer schön bei allen einschleimen, das ist wichtig. Immer alle anquatschen. So, dann würde ich sagen, wir fangen mal ein bisschen an mit Basteln. Mal gucken, was ich alles zusammengeschustert kriege. Auf jeden Fall erstmal den Hammer. Oh, Silber, Ultra, der Ultrahammer. Da seht ihr das. Wunderschön. Fertig. Gut, da kann ich am besten ja gleich nochmal in die Mine gehen und gucken, was es für coole Sachen dann da gibt. So, was haben wir denn jetzt hier? Das Fantastical House. Was fehlt denn noch? Yarnball. 8 Stück. Das müssten wir ja eigentlich auch hinkriegen. Das dürfte kein Problem sein. Einen Uno Momento, bitte. Yarn Ball, Ball die Ball, it's the Yarn Ball, 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 Ball. 8 Stück. Das müsste funktionieren. Ja. Yarn Ball. Lass mal hier 6 Stück und dann von dem anderen auch nochmal 2. Sehr schön. Und jetzt nochmal 2. So. Wow, 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 wow. Fertig. Jetzt müssen wir das Gebäude auch schon bauen können. Laut meinen hochkomplexen Berechnungen natürlich. So. Hier können wir eigentlich auch mal wieder durchsischeln. Warum auch nicht? Zack, wächst der morgen eh wieder nach. Und zack. Sehr schön. Wieso? So, jetzt aber. Blueprint, los geht's. Fantastical House, los geht's. Yay. Ja, making a fantastical house. Super magisch. Magisch. Muss ich mir gleich noch heute mal ein bisschen was zu trinken eingießen. So. Schön über mein DS alles ausgießen. Schön furchtbar wird, falls was daneben geht. Ich lebe gerne am Limit. So. So. Lecker. Chubby Pepsi Zero. Quasi Kirschcola ohne Kalorien. Ganz toll. Und das sieht ja auf jeden Fall. Da zieht auf jeden Fall definitiv eine weibliche Person ein. Wenn ich das mal so raten durfte. Das R habe ich gerade so schön gerollt. Da war ich schon fast für mir selbst begeistert. So, wir fangen auf jeden Fall mal damit an, dass ich hier drüben. Wow, 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 wow. Ganz ruhig spielen. Dass ich hier drüben das Wasserfeld durch ein anderes Feld. Nee, Moment, 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 Moment. Was mache ich denn hier? Was mache ich denn hier? Stopp. Halt, stopp. Jetzt spiele ich. Wir machen noch ein Held? Was ist dabei genau? Soilfield. Ich mach gleich mal ein paar mehr. Ich könnte aber auch noch ein bisschen Dünger kaufen, ne? Jetzt habe ich 2 gemacht. Das hat jetzt voll gebracht. Da kaufe ich vielleicht gleich noch bei der lieben Hanna noch ein bisschen. Oh! Oh! Dann mach ich ja hier weiter. Dann muss ich schon mal runterlaufen. Das wusste ich gar nicht, dass das so leicht geht. Ich dachte, ich müsste jetzt den ganzen Weg wieder hier runter sprinten. So.
Na toll, hier kann ich jetzt bestimmt wegen dem kleinen Bibbos nichts hinlegen. Ich muss es erstmal so für quer stellen. Ist ja nicht schlimm. So, da kommt nämlich dann hier bald krasse, nee, ich muss den Ball noch hoch. Krasse Orangen-Action für den Winter dann. So. Perfekt. Okay, und hier oben verschwindet das eine Feld jetzt auch. Das hier. Dafür das. So, fertig. Leider nicht ganz. Ich kann ja ein bisschen abkürzen. Indem ich so mache. Oh Gott, wie lange geht denn das? Ich wollte gerade eine Abkürzung machen, dass ich einfach hier schnell wieder neu in den Edit-Modus gehe. Dass ich den ganzen Weg nicht zurücklaufen muss. Aber das Laden hat gerade so lange gedauert, dass das einfach hochlaufen vielleicht schneller gewesen wäre. Naja. So. Könnte ich ja jetzt auch noch ein Haus hinsetzen, ne? Wie groß ist denn jenes Gebilde? Könnte ich... Theoretisch geht's doch, oder? Ich nehme das hier mal weg. Dann geht's vielleicht. Nee? Anscheinend nicht, aber wieso? Geht's das so irgendwie? Nee. Das Haus macht sich ganz schön fett, wenn ich das mal so anmerke. Wow. Machen wir mal ein bisschen Platz. Das ist ja auch noch weg. Dann muss es doch passen, oder? Ja. Nee. So. Hier kann ich Slash auch so irgendwie. Nee, will doch nicht. Na gut. Doch, was war das jetzt? Das sah gerade gut aus. Ist das so? Oh Gott, das ist alles ganz schön ineinander gequetscht hier dann, ne? Naja, schreiben wir das dann später alles schick um, ne? Oh Mann. Okay. Haben wir das jetzt nun auch geschafft? Guck ich gleich mal. Ich gucke mir gleich das ganze Leid hier an. Hm? Na komm, lade. Ach, ich muss auch ein bisschen Zeug verkaufen, ne? Ist ja vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Hier können wir jetzt nicht. Alpaka-Wolle natürlich auch nicht. Normalerweise auch nicht. Die Jackmilch. Die normale Milch. Wo sind die Eier? Ach, hier. Und weg damit. Mal wieder ein bisschen Geld. Sehr schön. Ja, jetzt ist hier oben, würde ich mal sagen, ein bisschen beengt. Ja. Ist sehr eng bebaut. Ich werde mich da der Sache irgendwann mal annehmen müssen. Ja, ich weiß. Ich baue das dann alles mal um. Ich mache das alles mal in Ruhe. Okay? Ja, okay. Gut. Erstmal auf zur Mine. Lauf, spring, schneller. So. Jetzt können wir hoffentlich auch in der Mitte was abbauen. Und vielleicht gibt es da ganz tolle Sachen. Ich weiß es nicht. Ach ja, rot ist da jetzt. Ah. Kupfer, wow, geil. Nein, ein Topaz. Hör auf, Gold. Wow. Okay, wir können uns auf jeden Fall ein bisschen mehr abbauen. Mehr Möglichkeiten, mehr Erze am Tag. Das ist doch schon mal was, oder? Und dort gibt es auch potenziell Platin. Das heißt, dass ich auch dann schnell den Rest nachziehen kann, der auch Platin braucht zum Maximieren. Oh, hier liegt ja auch noch was. Ein Glasstein. Einfach so. Ist vermutlich vom Baum gefallen. Ich habe es übersehen. Aber hey, einfach so. Gut. Dann würde ich jetzt auf jeden Fall noch auf dem Nachbarfeld die Sojabohnen anbauen. Und den Aal auf Reis kochen. Das sind noch zwei wichtige Termine, denen ich heute nachgehen möchte. Wie laufe ich denn hier? Mein wunderschöner Garten.
Mit dem ich total verkackt habe. Ich glaube, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Gartenzeug. Ich bin dafür einfach zu schlecht. Ich krieg das nicht hin. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich ein bisschen mehr habe. Aber ich habe das Gefühl, das kostet nur unnötig viele Ressourcen. Und das Anordnen gibt mir jetzt auch nicht so irgendwie. Das gibt mir jetzt nicht so viel, dass mir das jetzt so viel Spaß macht. Und die Dekorationsgegenstände sollte ich vielleicht lieber auch für andere Sachen auf meiner Farm oder in der Stadt verwenden, als einfach hier alles da auf den Garten zu scharren. Ist vielleicht auch ganz doof so. Okay, ach nee. Jetzt wollte ich gerade mit einem Melker das Feld umgraben. Kann man mal machen. So. Fangen wir hier an. Einmal Orange. Zweimal Orange. Sehr schön. Dann auch noch fleißig einmal düngen beides. Warum auch nicht? Und du bist auch schon außer Atem, meine Süße. Kann ich voll und ganz verstehen. Die Gute, die arbeitet ja auch immer sehr viel. So. Wo war denn jetzt die goldene Hacke? Und zack. Nicht in Ohnmacht fallen, Süße, ja? Schön stehen bleiben. So, Sojabohnensaat. Und nochmal. Okay, das reicht. Uiuiuiui. Dann auf zum Kochen, auf zur Küche. Ich weiß gar nicht, ob ich den Reis noch irgendwie weiterverarbeiten muss oder ob ich den direkt schon so verwenden kann. Ich denke mal, ich kann ihn direkt schon so verwenden. Aber wir gucken mal. Nochmal gleich 7-mal Aal. Und einmal bekommt der liebe Sosiki auch an seinem Geburtstag. Dann gibt es nochmal einen schönen krassen Punktebonus. Sehr schön. Darauf freue ich mich. Wir müssen hier gucken, ne? Wo ist es da? Gleich 7-mal. Perfekt. Okay, dann ab ins Bett. Oh, ich habe gerade was getrunken. Guten Morgen, Junge, ich komme rein. Michael! Gute Neuigkeiten, Junge. Ein neuer Bewohner ist nun im Städtchen. Ja, ich habe sie hergebracht, um sie dir auch vorzustellen. Ah, hallo, Michael. Ich glaube, sie mag Rosa. Okay. Erinnert mich ein bisschen an Pinkie Pie. Ja, na, ist das nicht eine Überraschung, Yume? Ah, tut mir leid, if I startled you. Was heißt denn startled? Ich bin mal gespannt. Sie hat mich gestartledet. Startled. Was heißt denn das Wort? Das gibt's gar nicht. Nee, startled mit T. Startled, erschrocken, verwundert, erstaunt, bestürzt, verdutzt. Okay. Das ist Michelle. Sie wird nun hier leben. Ich bin Michelle. Sag mir, Yume, magst du Magie? Ah, danke dir. Das war mein neuer Trick. Ich bin froh, dass er dir gefallen hat. Ich bin eine Magierin und ich lebe hier in diesem kleinen Städtchen für eine kleine Weile. In the past? Achso, sie hat hier bereits schon mal gelebt. Nun möchte ich hier meine Magie zeigen. Wir finden hier some Entertainment hier in Town. So, er hat mich schon gekommen, to join us. Okay. Dunhill meinte, wir brauchen hier auch mal etwas Unterhaltung in der Stadt. Und da dachte er, dass Michelle hier dass Michelle gut aufgehoben wäre. Ah, you made such a cute little house for me. I will do my best to show off some wonderful magic. I hope we will get along, living together in the same town. See you later soon. Okay, sie findet es sehr schön, dass wir so ein süßes kleines Häuslein gebastelt haben. Es gefällt ihr sehr. Sie möchte auch hier schön leben bleiben und sie hofft, dass wir gut miteinander auskommen werden. Ja, tschüss. Eine neue Person ist nun in der Stadt. Hoffentlich werden wir gute Freunde. Und Magie, wie cool ist das denn? Ja, ich hoffe, ich kann bald etwas mehr davon sehen. Oh, und es regnet wieder. Sehr schön.
Ich muss wieder meine Pflanzen nicht gießen. Ist das nicht geil? Natürlich muss ich trotzdem auch noch düngen, ne? Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Gut. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Yume Let's Play Harvest Moon, a new beginning. Bis zum nächsten Mal. Bye.